Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier bei Fallout 4. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, wie in der letzten Folge auch. Bitte daher um Nachsicht, falls ich ein wenig rumhüstel oder mich ab und an mal muten muss. Aber es geht trotzdem weiter, solange meine Stimme noch halbwegs mitmacht, will ich dieses Spiel hier entsprechend auch weitermachen. Also, wir waren das letzte Mal hier am Bauen und ein ganz klein bisschen werden wir das auch noch fortsetzen. Wir haben die eine, den einen Auftrag sozusagen haben wir erfüllt. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier gleich den Sturges irgendwo finden. Da vorne steht er. Wunderbar. Und dann reden wir mal mit ihm. Sturges. Zu unseren Betten sagt. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Ja. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Wasser. Was meinst du damit? Das verstehe ich schon. Ich kümmere mich drum, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Wasser aus dem Fluss? Das Wasser aus dem Fluss reicht euch wohl nicht, was? Es ging bisher, aber das Wasser an der Oberfläche sollte man nicht ständig trinken. Wir brauchen nichts Außergewöhnliches. Ein Brunnen oder zwei sollten völlig ausreichend sein. Okay, ein Brunnen oder zwei. Müssen wir mal gucken. Also, Werkstatt. Na komm. So. Energie, Schutz, Ressourcen, Wasser. Ein Wasseraufbereiter können wir bauen. Dafür brauchen wir Öl, Keramik, Gummi, Kupfer, Stahl, Stoff. Okay. Wow, jetzt hängt meine Pfeiltaste. Dann haben wir hier noch einen industriellen Wasseraufbereiter. Hätten wir auch... Du bist mir einer. Hätten wir auch alles zu da. Benötigt allerdings Energie. Okay, und hier hätten wir einen Brunnen. Produziert 40 Wasser, produziert 10 Wasser. Und hier hätten wir einen simplen Brunnen. Nehmen wir doch erstmal den. Und den würde ich mal hier hinbauen. Hier haben wir ja so eine Art Garten. Machen wir das mal. Ja, machen wir das mal hier hin. Zack. Haben wir einen. Wo ist das Wasser? Da oben ist Wasser. Drei haben wir. Es ist immer noch rot. Das heißt, wir bräuchten zwei. Dann machen wir noch einen. Keine Ahnung. Hier ans Haus. So. Kann man ja auch wahrscheinlich jederzeit wieder umsetzen. Ja, komm, was soll's. Hin damit. So. Wasser hätte ich. Nächste Aufgabe. Was ist das? Achso, Moment, muss erst hier wieder raus, bevor man mit dem reden kann. Geht ja nicht. Sturges. 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 Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Okay. Was für Pflanzen? Erzähl mir mehr. Hier wird nichts wachsen. Ich lege los. Was für Pflanzen? Was soll ich denn anpflanzen? Ist eigentlich egal. Kartoffeln, Mutterbeeren, Mais, was auch immer hier wächst. Oh. Ich will nur ein bisschen handeln. Achso, ich kann... Ah, sehr interessant. Wenn ich ihn so anrede, dann könnte ich mit ihm so ein bisschen... Aha, interessant. Such dir einfach eine gute Stelle und pflanz was auch immer du hast. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Also, das Ding ist, jetzt haben wir das Werkstattmenü, schauen wir uns mal ganz kurz an. Wir haben Essen 1. Ist das jetzt hier produziert 0,5 Nahrung? Produziert 0,5 Nahrung. Hier ebenfalls. Das heißt, wir haben irgendwie was 1,5 Nahrung. Kriegen jetzt allerdings auch nur 1 angezeigt. Das hier ist übrigens auch sehr cool. Moment, ich kann das hier auswählen und dann kann man es direkt neu aufbauen. Das finde ich echt richtig schick. Das heißt also, hier die Pfosten können wir wieder nehmen. Und setzen wir dann wieder hin. Zack. So, und dann hier irgendwie... Keine Ahnung.
Oh, egal, ist erstmal alles schön windschief. Das kriegt man sicherlich nochmal besser hin. Aber man kann also diese ganzen umgefallenen Zäune hier auch wieder entsprechend aufstellen. Das finde ich gerade sehr praktisch. Lass uns das mal anschauen. Hier. Kriege ich das da dran? Genau. Zack. Dann kann ich hier später mal zumachen. Haben wir hier einen größeren Bereich. Den hier kann ich ja dann später auch umsetzen. Ein Tor ist das sogar. Ja, ist doch ganz praktisch. Also gut, aber das sollte es jetzt nicht sein. Wir haben dann jetzt hier irgendwas mit 1,5 Nahrung. Was ist das? Flaschenkürbis, benötigten Arbeiter, das haben wir alles. Guck mal hier. Bewerten. Gut. Wie baue ich jetzt hier Schutz, Ressourcen, Wasser, Essen? Habe ich irgendwas gefunden, was man anbauen kann? Nee, ich kann hier nichts machen, aber ich könnte Mutabeeren, Mais, also da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir was finden. Naja, das ist doch gar nicht verkehrt. Dann könnten wir jetzt mal auf unsere Erkundungstour gehen. Vielleicht finden wir da unterwegs was. Derzeit haben wir wohl keine Chance, hier richtig Nahrung anzubauen. Na du, bist hier am Erkunden? Hey. Kommst mal mit, geh. Ja, du kommst mal mit. Also dann, wir machen uns, ne? Bis bald. Halt die Ohren steif. Und einmal ein bisschen auf. Hundi? Oh. Die Frage ist, wo? Am besten schauen wir uns erstmal in den Gärten um, ob wir vielleicht hier irgendwas finden könnten, was wir noch anbauen können. Grill. Grill können wir ja leider auch nicht wiederverwerten. Also hier ist noch allerlei Schrott, was wir auch nehmen könnten. Aber irgendwelche Pflanzen. Fehlanzeige. Tja. Wir erkunden mal ein bisschen. Hilft ja alles nicht. Ins Wasser will ich nach Möglichkeit nicht. Tja, es sieht jetzt nicht so aus, als würde hier irgendwas wachsen. Aber vielleicht haben wir Glück. Vielleicht finden wir irgendwo kleine Pflanzen. Beispielsweise hatte eine von euch in den Kommentaren geschrieben, genau, dass hier unten im Fluss so komische orangene Dinger wären. Schauen wir uns die Sachen nochmal an. Blutblatt, okay. Nehmen wir einfach mal mit. Was auch immer wir damit machen können. Ich weiß ja auch noch nicht, wofür wir genau die Pilze brauchen, die wir das letzte Mal gefunden haben. Was heißt das letzte Mal? In einer der letzten Folgen hatten wir Pilze gefunden. Diese Leuchtpilze zum einen und Hirnpilze oder wie sie hießen zum anderen. Wir schauen uns hier einfach noch mal um. Haben wir auch noch was, würde ich behaupten wollen. Eine Happblume. Oh, es ruckelt. Ruckelt immer noch. Vor der nächsten Aufnahme werde ich hier noch mal ein bisschen rumspielen. Dass wir ein bisschen flüssiger unterwegs sind. Aber für jetzt muss es mal reichen. Was haben wir hier? Karottenblume. Lass mich raten. Heißt nur so. Ich schätze nicht, dass wir damit Karotten züchten können. Aber man findet allerlei, scheint's. Was übrigens auch schön ist, hier komm, wir machen mal Folgendes. Dogmeat, hey. Pass mal auf. Wir reden mal miteinander. Wie geht's dir, Kumpel? Und ich würde sagen... Hey Junge, kannst du was für mich finden? Wie wär's mit... Egal. Du kannst nicht in diese Richtung gehen.
Dogmeat hat nichts gefunden. Okay, jetzt nicht. Wie kann ich in diese Richtung gehen? Dann geh mal in diese Richtung. Oh, scheiße, jetzt. Jetzt regnet es auch noch. Ist da die Karte fertig oder wie? Ich will doch nur ein bisschen erkunden. Macht es jetzt nicht leichter, hier was zu finden in der Pampa. Oh, wie verlaufen wir uns nicht. Naja, die Windgeräusche machen es auch gerade sehr gemütlich. Unten sind wir wieder am Fluss. Oder vielmehr. Alter, what? Alter, was mache ich denn gegen Giftviecher, Mensch? Oh. Die habe ich überhaupt nicht getroffen mit der Pistole. Da hätte ich wahrscheinlich zielen müssen oder die haben mich jetzt überrascht. Wie ekelhaft gewesen. Playfliege. Mahlzeit. Mann, Mann, Mann. Ist man da oben? Schüsse. Hätten wir. Na komm. Da. Mann, 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 Moment. Wir müssen mal eine andere Waffe haben hier. Schlecht im Schießen, das gibt's kein zweites Mal. So ist gut. Impro-Pistole, Reiterrüstung, Sackkapuze, Leder kommen hier. Also sind sogar die Raider hier. Hallo? Hast du gut gemacht, im Gegensatz zu mir. Sind die Raider sogar hier? Und hier ist ein Opfer. Ein Opfer der Raider. Kronkorken, Chat, Buff Out, Leguan am Stil, Flanellhemd. 10mm Patrone, können wir wieder ein bisschen aufforschen. Eieiei. Ich sollte einfach nicht mehr reden, wenn ich erkältet bin. Ich sollte mich einfach ins Bett legen, glaube ich. So. Was haben wir da? Maulwurstbratenfleisch. Schön. So. Naja. Zugegeben. Hatte mir eher erhofft, dass hier vielleicht irgendwas Maispflanze oder sowas, dass die vielleicht was gezüchtet hätten hier. Aber sieht nicht so aus. Lass uns weitergehen. Tja, sind wir so viel besser als die Raider? Erst schießen, dann fragen. Hat uns die Apokalypse gerade schon zum Mörder gemacht. Habe ich wieder was gehört an Schüssen? Alles klar. Wir nehmen dann mal ein bisschen was zu uns. Hier, das zum Beispiel. Das passt doch ideal.
Herren Schüsse. Aber wo? Und wem gelten sie? Alter! What the hell? Also, meine Herren. Vor allem, ich war die ganze Zeit ja versteckt und auf einmal stand dort entdeckt und dann stand Gefahr. Dann habe ich mir gedacht, Moment mal, also der Raider oder was auch immer es ist, wird mich ja jetzt wohl nicht entdeckt haben können schon. Aber es waren hier irgendwelche Tölen. Sehen nach wie vor nicht. Wo ist der Kerl? War laut. War ganz in der Nähe. Blind. Da. Da vorne. Da ist der Kerl. Entdeckt. Oh, nicht doch. Da bist du. Was ist da gerade passiert? Endlich mal ist das gut gelaufen. Fast so, wie es sollte. Ich hatte nur eigentlich gehofft, dass ich ihn mit einem Schuss töten kann. So, was haben wir hier? Patrone, Klebeband, Malpinsel. Kann ich noch Künstler werden hier? Plünderer was? Kronkorken, Patrone. Eigentlich könnte ich ein bisschen Impro-Pistole, Lederrüstung, Filzhut, Unterhemd und Jeans. Naja, warum denn nicht? Was haben wir hier so? Nuka-Cola-Flasche. Gut, egal. Nehmen wir mit. Da ist noch eine richtige Nuka-Cola gewesen. Eine 45er-Patrone. Eine Impro-Pistole, eine weitere. Ist doch auch nett. Wartech-Labor-Kittel. Fancy Lads Kuchen. Wow. Ansehen. Oh, cool. Schauen wir uns mal die Gegend an. Bisschen komisch, dass hier einfach so mitten in der Pampa die Leute sind. Warum? Was erwarten die sich hier? Oh. Da vorne? Da vorne? Irgendeine große Satellitenstation? Ob wir da mal hin sollten, Hundi? Hä? Also ich wäre neugierig. Oder erstmal hier weiter. Das scheint ja auf der anderen Seite wieder... Ich glaube, da muss ich einmal durchs Dorf durch, auf die andere Seite, oder? Das ist doch grob die Richtung... grob die Richtung Concord. Was ist das da? Hier ist irgendwas Größeres. Alter, sollten wir hier sein? Sollten wir wirklich hier sein? Hm?
Das ist so eine gute Idee, hier rumzuschnüffeln, ohne dass wir bisher auch nur eine Sekunde unserem Sohn näher gekommen sind. Ein alter Schrottplatz, oder was ist das? Auch Dogmeat ist total aufgeregt. Roboterentsorgungsgelände. Ey, diese Stimmung allein, die Stimmung, die dieses Spiel insgesamt... der Roboter sieht aber schwer in Schuss aus. Die Stimmung, die dieses Spiel hier verursacht, ist einfach mega. Was bist du denn für einer? Der sieht für mich durchaus Fusionskern. Wie geil. Ha, geil. Sowas brauchen wir auf jeden Fall für unsere Rüstung, wissen wir ja noch. Sag mal hier. Was ist das denn bitte? Du trägst zu viel, du kannst nicht rennen. Dogmeat. Ich hätte aber was für dich. Dogmeat? Fuck, wo ist er jetzt, der Hund? Kann ich, dass dem Hund was passiert ist. Da bist du. Komm her. Komm her. Hey, hier drüben. Komm, bei Fuß. Bei Fuß, habe ich gesagt. Komm los. Her. Hab dich nicht so. Oh. Oh, was ist los? Nein, ich meinte es doch nicht so. Ist so gut, ich komme zu dir. Kommst du da nicht durch? Hä? Kommst du da nicht durch? Moment, dann machen wir das anders. Hey. Ja. Handeln? Oh, der hat immer noch so viel. Das habe ich ihm gar nicht alles abgenommen. 308er Patrone, 45er Patrone, die ganzen... Patronen behalten wir natürlich erstmal hier bei uns. 5mm haben wir auch. Was ist das denn hier? Atomic Command. Was ist das denn? Ach, das ist das Spiel. Aufbereitetes Wasser, Bierflasche. Tu mal rüber. Blutpaket lassen wir erstmal drüben. Playfliegendrüse, Playfliegenfleisch. Ein guter Bourbon. Intelligenz minus 1. Da sieht man, was Alkohol mit einem anrichtet. Braminfleisch. Das tun wir auch erstmal rüber. Aber nicht wegfuttern, ne? Hier, Fatman, was zur Hölle? Alter Vater, what? Mini-Atombombe? Ist nicht mal... What? Mini-Atombomben muss ich also nur herstellen. Alles klar, nee, gar kein Problem. Hier mit dem Hut kriegen wir ein bisschen Charisma, das finde ich auch gut. Flanellhemd kann erstmal rüber... Fusionskern, Fusionszellen. Die Gasmaske mit Brille. Kann man auch rüberlegen. Radkakerlage hebt man auf. Gurtzeug kommt rüber. Haarklammer haben wir viel. Schön. Hirnpilz. Wir sollten Menge 6 annehmen. So. Schauen wir mal kurz. Köterkeule. Das kann man rüber tun. Malpinsel. Metalleimer. Die Minigun. Was ich alles mit mir rumtrage. Ich hätte mich mal irgendwie vorher leer machen sollen. Ich frage mich nur, wie viel kann eigentlich der Hund tragen? Das ist die ganz große... Frage, die wir uns hier stellen sollten. Aber wann ist der Hund voll und kann nichts mehr tun? Mal schauen. Wahrscheinlich hängt er jetzt auf Ewigkeiten da fest. Was haben wir da? Brennstoff. Geil, was hier so alles rumliegt. Was? Richtig paradiesisch. Da oben ist noch die Hütte. Die müssen wir auch noch erkunden. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass es halt dunkel ist und ich jetzt nicht alles... am Ende nicht alles erkenne. Oh, hier was ist. So, ich glaube, unser armer Dogmeat hängt wirklich fest. Wir sind hier auf uns allein gestellt. Oder er traut sich nicht.
Und das vielleicht völlig zu Recht. Eine weitere Straße. Und da hinten die Satellitenstation mehr oder weniger. Ah, da bist du ja. Kann sich also noch bewegen. Gut, dann würde ich sagen... Nichts und niemand drin. Das ist immer gut. Stimpak Redaway. Was ist denn das? Schaltplatte Militärstandard. Bin ich mal gespannt, was man da draus noch bauen kann. Waffenwerkbank. Provisorische Batterie. Geil. Also hier... Hier ist richtig was unterwegs. Was haben wir hier? Hot Rodder. Bingo. Du hast eine spezielle Lackierung für deine Powerrüstung freigeschaltet. Ha! Ha! Hier, Tuning-Magazin, ja. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Was haben wir da? Zigarrenkiste und nochmal so eine Schaltplatte. Stimpak. A-Klammer, Klebeband, Schraubenzieher. Ja, ich habe den Computer gesehen. Ja, du auch, gell? Du bist so cool. Ach ja. Aber wisst ihr was? Diesen Computer und was da so drin steht und was wir damit machen können. Das, hey, Hundi, bleib drin. Aufgepasst. Genau, so ist gut. Komm hier rein. Hier. Komm hier rein. Komm. Genau. Da sind wir trocken. Naja. Okay. Das mit dem Trocken nehme ich zurück. Aber es war ein Versuch wert. Wir sehen uns dann auf jeden Fall hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dann, ja, kommt der Computer dran und dann würde ich echt sau gerne mal zu dieser, zu dieser Radarstation, nenne ich es einfach mal, rüberwandern. Unterwegs sollten wir allerdings beim Dorf vorbeischauen und irgendwie mal ein paar Schränke aufstellen, wo wir Sachen reinsortieren. Ich denke, das machen wir in unserem neuen Haus, dann baue ich da ein paar Schränke zusammen oder wir verschieben die einfach aus anderen Häusern rausnehmen, die sind ja noch gut, können wir dann an anderer Stelle wieder aufbauen und dann machen wir einen Schrank für Kleidung, einen Schrank für Waffen, einen Schrank für Essen oder hast du nicht gesehen. Apropos Essen, das haben wir natürlich nicht gefunden bisher. Also ein bisschen Maisbohnen oder sonst irgendwas, was man anpflanzen könnte. Bisher Fehlanzeige. Das ist schade. Da müssen wir mal gucken, vielleicht haben wir noch Glück und finden noch was. Ansonsten, ja, müssen wir abwarten, bis wir Essen tatsächlich irgendwo aus einer Kiste looten. Vielleicht noch ein paar alte Samen irgendwo. Ich wüsste nicht, wo man, vielleicht findet man irgendwo einen alten, runterkommenden Bauernhof, wo so Gefäße noch stehen mit Samen drin, Fragezeichen. Vielleicht haben wir Glück, wer weiß, wer weiß. Wir werden uns auf jeden Fall noch ausgiebigst umsehen, ein bisschen rumlooten. Die Waffe mit den Mini-Atombomben, die lässt mir auch noch keine Ruhe. Ich frage mich nur, liegen die da so rum als Munition? Nimm mit. Mini-Atombombe? Ah, klar, pack ein. Wir werden es rausfinden. Ich hoffe, ihr begleitet mich dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.